Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Ich bin Wolf Fuß. Gemeinsam mit Frank Buschmann werde ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Wir zeigen Ihnen heute eine Partie aus den Champions Finals. Borough gegen die Wanderers. Ein Freundschaftsspiel als... Über das Wetter können wir uns heute Abend wahrhaftig nicht beschweren, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Wir übertragen für Sie heute eine Begegnung aus den Champions Finals. Borough gegen die Wanderers. Ein sehr interessantes Duell, gar keine Frage. Und ich bin sicher, das Spiel wird uns nicht enttäuschen. Fred. Bruno Fernandes. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Und sie verlieren den Ball dann doch. Williams. Borough mit einem Angriff. Ballverlust bei Borough. Der Ball ist weg. Kanté geht energisch dazwischen. Sie holen sich den Ball. Im Mittelpunkt einmal mehr Cristiano Ronaldo. Und er kann so einiges am Ball. Auf seinen Auftritt können wir uns freuen. Geht dazwischen. Und jetzt Fekir. Borough in der Offensive. Platz zum Flanken hier. Und der Keeper hat den Ball. Robertson. Bruno Fernandes. Da ist der Ballbesitz weg. Bruno Fernandes war das. Kanté. Ballverlust von Kanté. Und er geht an ihm vorbei. Trezeguet. Ah, das war knapp. Toller Schuss, strammer Schuss. Am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Jesus Navas. Am Ball Fekir. Sie verlieren den Ball. Kanté. Dembélé. Am Ball jetzt Williams. Dembélé. Ball kommt. Parade Alisson. Aber Gefahr noch nicht bereinigt. Da wird er gestört. Dembélé. Nabil Fekir. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Robertson. Fred. Bruno Fernandes. Ball ist unterwegs. Super von Courtois. Klasse gemacht, da können Sie sich bei ihm bedanken. Jetzt die Ecke. Und der Ball ist drin. Ronaldo mit dem Treffer. Wie so oft ist der Portugiese auch hier erfolgreich. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein. Und dann kommt dieser super Kopfball von Cristiano Ronaldo. Das Ganze ist natürlich unnachahmlich. Führung für die Wanderers. Das Spiel geht weiter.
Guter Einsatz. Er hat den Ball. Kanté. Kantés Pass abgefangen. Williams. Sie gehen dazwischen. Trezeguet jetzt. Gut verteidigt. Borough hat die Nase vorne beim Ballbesitz, aber irgendwie münzen sie diese Überlegenheit nicht in Torschancen um. Es droht die Niederlage. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Bernardo. Tor durch Bernardo! Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Federico Valverde. Und das ist wieder mal Kanté in dieser Situation. Oh, Nabil Fekir. Dembélé. Williams. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Walker. Ball ist bei Bernardo Silva. Fred. Jetzt Ronaldo am Ball. Kanté. Federico Valverde. Gute Aktion. ...45 Minuten sind rum, es steht 2-0. Mit einer Führung für die Wanderers gehen wir rein in die zweite Spielhälfte. Mal schauen, wie sich dieses Spiel noch entwickeln wird. Conte. Fred. Robertson ist da. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Conte. Williams. Am Ball Dembélé. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Conte. Jetzt haben sie den Ball. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Ball kommt in die Mitte. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Die Wanderers jetzt. Oh, das könnte was werden. Kein Tor. Courtois hat den Ball. Die Szene eben. Also den Ball muss er erstmal halten. Hat er klasse gemacht. Da passt er auf. Klasse, dass er da rauskommt. Und so kann er den Ball eben halten. Klasse Aktion. Bernardo mit dem Passgegner ist da. Walker. David Trezeguet am Ball. Ein Pass mit viel Auge. Und Tor!
Wir begrüßen Sie herzlich zu diesem Spiel heute Abend und Sie sehen es ja, das Wetter hier ist richtig gut. Da sieht er unglücklich aus, das ist ein Eigentor. Willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich begrüße Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Ich bin auch heute wieder voll Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Wir melden uns für Sie von einem Spiel in den Champions Finals. United gegen die Wanderers. Schon ein Prestigeduell, Wolf. Auch wenn es auf dem Papier um nichts geht, wird das eine interessante Partie. Cristiano Ronaldo verliert den Ball. Der Ball ist weg, gibt's jetzt einen Gegenangriff. Ball ist weg. Ballverlust Wanderers. So langsam wird's gefährlich. Könnte die Führung werden. Sie machen das Tor, optimaler Start, früh gehen Sie in Führung, genau so hatten Sie sich das auch erhofft. Ja, da sieht man wieder, was der am Ball alles drauf hat und dieses Tempo ist natürlich klasse, der Antritt, die Abwehr am Ende, muss man ganz ehrlich sagen, machtlos. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Bruno Fernandes. Kommt jetzt die Flanke? Da kann er ihn stoppen. Dybala. Da ist der Ball jetzt weg. Bruno Fernandes. Gibt abseits. Da läuft er einen Moment zu früh los. Jetzt ist die Kugel weg. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Varela. Stefan El-Sharawi. Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr nichts machen. Das war ungefährlich. Jetzt Cristiano Ronaldo. Fritz. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Toller Versuch, leider kein Tor, aber da hat nicht viel gefehlt. Wenn sie so weitermachen, geht noch was. Varela. Schön, wie er da vorbeigeht. Unglaubliche Parade. Jetzt der Eckball. Da ist der Ball erstmal raus. Starker Zweikampf. Die Wanderers jetzt. Aber der Ball ist weg, die Gefahr damit vorüber. Martinez. United verliert den Ball. Bruno Fernandes. Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo. Jetzt kann er es machen. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Casillas kann den Ball wegfausten. Ja, gut gemacht bei diesem Block.
Silva. Ronaldo. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Varela. Sandro Tonali. Lautaro Martinez. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht. Da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Tolles Tor von Paulo Dybala. Klasse, wie er diesen Volley im Tor untergebracht hat. Donnerwetter. Klasse, wie sie da ihr Spiel aufziehen, dem Gegner ihr Spiel aufzwingen. Ja, das ist Ballbesitzfußball. Und da fällt das Tor. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Und es gibt natürlich Einwurf. Das ist Trezeguet. Die Wanderers im Angriff. Schöner Pass. Nee, das ist abseits. Ah, das sah mir nach einer sehr engen Entscheidung aus, aber ich glaube, sie ist richtig. United hat hier häufiger den Ball. Und wenn du diese spielerische Überlegenheit so gut in Torgefahr umsetzen kannst, dann kommt ein überlegener Auftritt raus. Das ist die Führung. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Da lässt er den Gegner aussteigen. Gute Chance. Der ist drin. Das ist der absolute Wahnsinn. Dass er es von da probiert, ist schon außergewöhnlich. Aber dann geht der Ball auch noch rein. Unglaublich. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Conte. Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes. Da gehen sie dazwischen, Ball ist weg. Jetzt ist die Kugel weg. Cristiano Ronaldo spielt den Pass, aber dazwischen gegangen. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Jetzt haben sie den Ball wieder. Und Ronaldo. Cristiano Ronaldo spielt den Pass, aber dazwischen gegangen. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Die erste Hälfte haben sie komplett verpennt. Drei Treffer müssen in Durchgang 2 aufgeholt werden. Ganz einfach. Der zweite Spielabschnitt geht los. Im Moment liegen die Wanderers zurück. Kanté. Ja, könnte was werden. Ball wird abgeblockt. Matteo Politano. Tor durch Dybala. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Da ist Platz für den Konter. Immer noch diese Szene. Da ist die Flanke.
Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Sandro Tonali. Dybala. Dybala, da ist die Chance. Oh, er trifft die Latte. Fast der Treffer gerade, aber da ist einer zur Stelle und rettet auf der Linie. Matteo Politano. Varela. Er holt sich den Ball. Lautaro Martinez. Dybala! Dreierpack! Was für eine Aktion! Und wie gut ist der heute drauf, Wolf? Das ist sensationell. Ein Tor nach dem anderen. Das Spiel wird er so schnell nicht vergessen. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht's 5:0. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Trezeguet jetzt. Ball erstmal weg. Den Zweikampf führt er sehr gut. Williams. Ball ist unterwegs. Martinez. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Und jetzt wollen sie wechseln. Bernardo Silva. David Trezeguet am Ball. Balleroberung, das war natürlich ein guter Zweikampf. Matteo Politano. Chance für Martinez. Und er ist drin. Hier kommt die Wiederholung und wir sehen es. Ja, das ist kein Stellungsspiel. So kannst du das Tor nicht verhindern. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Gutes Technik. Und hier wird es Einwurf geben. Sandro Tonali. Unnötiger Ballverlust. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Da kann er sich den Ball holen. Ja, mit viel Übersicht. Der Volley. Glanzparade gehalten. Ecke in den Strafraum. Gut gemacht vom Torwart. Er ist sicher bei dieser Ecke. Martinez. Matteo Politano. Lautaro Martinez. Angriff erstmal gestoppt, aber ich glaube, das gibt Gelb. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die Gelbe kann man geben. Das war jetzt aber mal eine gute Szene vom Torhüter. Ja, aber leider einer der wenigen bisher heute. Das ist nicht sein bestes Spiel. Van Dijk. Bernardo Silva. Pass von Bernardo, sind sie zur Stelle. Und nun Jesus Navas. Politano sieht, da ist Platz auf außen. Bernardo Silva. David Trezeguet.
Das könnte vielleicht was werden. Oh, er trifft die Latte. Kein Tor, der Treffer zählt nicht, abseits. Boah, das war eine ganz, ganz enge Entscheidung. Aber die Unparteiischen, die legen sich sofort fest. Die Fahne ging direkt hoch. Also da bin ich auf die Zeitlupe gespannt. Die Chance für Williams. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Sie wechseln und Szenenapplaus gibt es da keinen, Bouchet, denn das war heute eine eher diskrete Leistung. Sehe ich auch so, immer wieder. Sie bringen den Ball im Tor unter, aber wir sehen es, echter Jubel kommt nicht mehr auf. Weil es einfach zu spät kommt, das wissen Sie auch. Es hätte Ihnen früher gelingen müssen. 6-1, das ist schon eine richtige Abreibung. So fangen Sie den Angriff früher ab, sehr gut. Da ist jetzt alles frei. Ah, da ist das Tor, aber da machen sie es ihnen zu einfach. Das nutzt der eiskalt. Kaum zu glauben. 6-2 steht es jetzt mittlerweile. Benzema. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Vorne der Ballgewinn. Sie machen das Tor, aber ich glaube, das kommt zu spät. Ah, ich glaube auch, wenn das Ding ein paar Minuten früher kommt, dann vielleicht, aber jetzt wird's zu eng. Schlusspfiff. Dieses Spiel endet also mit